Ja, servus liebe Kinderautoren, heute mal musikalisch. Heute schnitzen wir was, mit dem wir heute der Zupfinstrument spielen, sei es jetzt Ukulele, sei es Gitarre, sei es Bass, sei es Mandoline, sei es Laute. Was die auf jeden Fall brauchen, nämlich ein sogenanntes Plektrum, Mehrzahl Plektren. Und die gibt es halt von 99 Cent aufwärts bis, ja, je nach Material und Holz, ist das nach oben offen. Und sowas wollen wir heute mit euch schnitzen und basteln. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Taschenmesser, ein Stück Restholz und ihr braucht noch dazu Schleifpapier in verschiedenen Stärken. So, schaffen wir mal wieder ein bisschen Ordnung und schon geht's los. Als erstes zeichne ich einmal das Plektrum halbwegs ordentlich auf, um dann mit der Klinge vorzugehen. So, wir bringen das Ganze in Form. Ihr seht schon, das geht ratzfatz. Wichtig ist auch, wenn ihr ein Restholz nehmt, dass es so ein bisschen so eine Keilform hat, wie dieses, das ich hier erwischt habe. Hartholz ist ganz gut. Ich habe jetzt aber, glaube ich, Linde erwischt. Geht aber genauso gut. So, wichtig ist, dass dieses Plektrum gut in der Hand später vor der Spielerin oder vom Spieler liegt. Und wer wirklich gern Gitarre, Ukulele oder Mandoline oder irgendein anderes Zupfinstrument spielt, der weiß dieses Geschenk auf jeden Fall zu schätzen, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Und hier zeigt sich auch die gute Qualität von gutem Messer. So, und jetzt sind wir eigentlich schon so weit durch damit. Wie gesagt, dieses Plektrum nimmt man her, um damit die Seite zu schlagen. Und soweit ich weiß, für die Mandoline ist sowas unbedingt wichtig, sonst kann man es gar nicht richtig spielen. So, dem Ganzen haben wir jetzt die Form gegeben. Und jetzt wollen wir mal... Genau, was auch noch wichtig ist, ihr seht, dahinter haben immer so lustige Zahlen drauf. Corona-Verschwörer haben hier wirklich gleich eine Verschwörungstheorie, was das alles zu bedeuten hat. Nein, hier geht es darum um die Körnung. Wie viel Körner Sand auf einen, glaube ich, Quadratzentimeter sind. In dem Fall hier sind es 40. Also das heißt, je gröber, je niedriger die Zahl, umso gröber ist auch das Sandpapier. So. Und ich beginne jetzt hier mal mit dem 40er, um mal die ganz groben Klöpse, die ich gebaut habe, geschnitzt habe, hier auszubessern und auch noch ein bisschen dem Ganzen hier noch die Form zu geben. Und ihr seht schon, mit einem 40er, das nehme ich auch eher um die Horde aus von meinen 10 zu entfernen. Na Witz, da geht schon was, ja. Und es ist halt ein wunderbares, tolles Geschenk für jemanden, der gerne Zupfinstrument spielt und den ihr kennt und den ihr gern und lieb habt, der freut sich über so ein handgeschnitztes Plektrum, das alles zupfsperrig ist. Davon könnt ihr sicher sein, gell? So, es sieht selber, ich schaue jetzt, dass die Kanten überall schön gebrochen habe, damit das Plektrum später schön in der Hand liegt, oder in den Fingern besser gesagt, nicht mehr in der Hand. So, jetzt habe ich das 40er hinter mir, jetzt steigern wir uns langsam mal auf 100er, damit er oder die oder derjenige beim Spielen nicht unbedingt da den ein oder anderen Spreißel im Finger hat. Das muss ja wirklich nicht sein, würde ich sagen. So. Und das Ganze tun wir jetzt nochmal schön da abschleifen. So schaut aus. Ja, schaut sehr, wie schön das schon wird, unser Plektrum. Das schaut schon richtig gut aus. So, wichtig ist jetzt aber beim Plektrum, dass wir mittendrin eine kleine Vertiefung rein haben. So, wir geben jetzt dem Ganzen hier den finalen Schliff. Und der nehmen wir immer feinere her, jetzt das 150er Schleifpapier, damit es wirklich schön in den Fingern von der Musikantin oder dem Musikanten liegt. Bei dem Plektrum, da gibt es tausende von Formen, da ist euch wirklich
könnt ihr euch da kreativ auslassen. Also es gibt welche in Gitarrenform, in Autoform, in Tropfenform, in weiß der Kuckuck was alles. Wir nehmen halt jetzt hier diese eher bewährte, konservative Form. Und wichtig ist hier beim Plektrum diese kleine Einbuchtung für die Finger. So, und jetzt schauen wir mal, wie gut unser Plektrum funktioniert oder nicht. Wir zwei fahren in den Ton, bevor ich zu spinnen beginne. Ich will ihm nichts tun, lass das Heim, du die Master hin. Wir zwei fahren in den Ton. Ja, damit kennt ihr auf jeden Fall jemand, der Gitarre spielt oder Ukulele oder anderes Zupfinstrument spielt, eine riesengroße Freude machen oder sich selber, ist ja toll am Lagerfeuer, wenn euch jemand auf ein Instrument begleitet und alle miteinander singen können. Das macht tausendmal mehr Spaß. Tolle weitere Schnitzideen findet ihr auf kinderauto.de. Bastelideen, Kochrezepte und so weiter. Ihr dürft uns gerne liken und unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei uns vorbeischaut. Pfiat, servus, euer Uli.